Hallo, hallo, da sind wir wieder bei Bastion. Wir waren in der letzten Folge im Fort. Fort! Das Fort! Okay. Und haben seems the only thing the Calamity saved for Zulf was a smoking pipe. Nein, ich möchte diese Pfeife nicht. Letztens hatte ich eine schlechte Erfahrung mit dieser Pfeife gehabt. Die werden wir aber auch noch sehen, ich werde sie jetzt nicht ignorieren. Wir haben einen Sheriffstern gefunden. Die Leute werden uns bestimmt damit reden wollen. Oh, sogar zwei. Frag Zulf nach den Sheriffstern aus Fort Zunderstein. Haben die Sheriffs, die als Ura, habe ich das immer ausgesprochen, irgendwann schon mal den Leben schwer gemacht? The Marshal seemed like a good man, he says. They treated him with dignity. Haben ihn ja so mit Würde behandelt. Gut, gut. Und Rauchröhre. Eine Wasserpfeife eigentlich. Rauchröhre. Fragt Zulf nach der Rauchröhre. Wo hast du die her? In der Stadt hieß es immer, der Stoff habe es Zulf in sich. Brought his antique smoking pipe all the way from the terminals. Aus den Schächten hat er die also mitgebracht. Genau, jetzt könnte ich sie ansprechen. Möchte ich aber nicht. Fragt nach den Sheriffstern aus Fort Zunderstein. Die Sheriffs haben die Stadt nach dem Krieg wieder zu funktionieren gebracht, oder? Even since the Ura surrendered to us, the Marshals kept a wary eye on him. Okay. Egal was man macht, man ist immer der Buhmann anscheinend. Haben wir eine neue Waffe? Nein. Eigentlich nicht. Auf unsere Muskete. Die ist aber schon erledigt. Wir können uns ein paar Sachen holen. Achso, das sind Fähigkeiten. Okay. Etwas Schweres, das bronzene Fernglas. Das eine kriegen wir nicht mehr, weil wir die Mission anscheinend nicht nochmal machen dürfen. Etwas Grobes ist für unsere nette. Oh, ich weiß jetzt nicht, was ich nehmen soll. Für unsere Schrotflinte. Entweder 50% Reichweite und minus 50% Streuung oder 35% Streuung und nur minus 15%. Ich glaube, ich nehme die Scrap Musket, you start with the barrel. Verschlossen? Weitere Materialien benötigt. Aber da kannst du doch wenigstens anzeigen, was es macht. Den Text lese ich sofort. Ich fürchte. Und dahin etwas Grobes. Ja, das finden wir das mit. Na, dann können wir hier wieder hin. Und unsere Musket vielleicht noch einmal aufrüsten. 15% mehr Schaden. Verursachen stärker Rückschuss. Oh, nehmen wir den Schaden, ne? Oder doch einen Rückschuss. Oder den Schaden. Schwere Hülsen. The Marshals learn to pack those shells full of fire. 15% mehr Schaden. Munitionskartuschen, die prallvoll mit scharfen Schrotsplittern gefüllt sind. Das andere, glatter Lauf. Ein polierter Lauf, der die Streuung der Musketenlage verstärkt und stärken soll. Was ist das? Etwas Fieses. Ah, so ein Repeater. Hätten wir jetzt 50% mehr Schaden oder verbesserte Schusssequenz, weitere Angriffsstreuung. Gut, gut. Haben wir noch den Kern? Nee, haben wir nicht. Haben wir schon abgegeben. Die Pfeife mache ich, wie gesagt, später. Ah, jetzt haben wir hier noch so ein paar Kampfbereiche. Ach, versuchen wir es doch einfach mal mit der Muskete. Die haben wir doch gerade so schön aufgerüstet. Einmal richtig hinsetzen. So. Ever felt a soul would gourd like picking up broken glass barehanded? Nein. As old would grow, Marshals learn to make every shot count. Okay. Zerstöre alle Ziele mit einigen Schüssen. The trick was to pop all those nasty gourds without wasting ammo. Das Problem ist, ich glaube, genau jetzt ist unsere Waffe wieder scheiße. Oder? Ne, ich habe, glaube ich, die Streuung genommen. Oder? Ne, keine Ahnung. Funny thing about muskets is they work best up close. Ja, den Tipp brauchst du mir nicht geben. Ich weiß, dass Musketen am besten funktionieren, wenn man aus näher schießt. It took a keen eye, not an itchy trigger finger. Aber zwei. Etwas Grobes und etwas Übles. 15 Schüsse. 2 Schüsse haben wir zu viel gebraucht.
Wir könnten es gerne nochmal versuchen, wenn wir schon so. Kid takes a little personal time for just him and his favorite musket. Vielleicht kriegen wir es ja sogar besser hin. Zwei Schüsse haben uns nur gefehlt. Marshals like to fine-tune their muskets to get better results. Oder doch? Best besser of the best to clear the course in just a few shots. Schön. Jetzt haben wir sogar den komplett fertig. Ist so cool. Oh, schon ein Erfolg. Kid probably could have made himself Marshal one day. Na, ich glaube nicht, dass Kid Marshal werden wollte. Also. Was hätten wir denn hier als nächstes? Reduzierter Abzug bei Distanzschaden. 33% schnelleres Nachladen. Boah, alles nett. Und so, wir können den Kleinen ja nicht vergessen. Ja, streicheln. Darf er ja nicht. Ja, da müssen wir noch dran. Da müssen wir noch dran. Das Schild haben wir auch noch nicht gemacht. Und den Hammer haben wir auch noch. Oh. Wollen wir das, den Trapper-Dach nochmal versuchen? Da, wo ich so schön gefailed hab. Kid decides to keep working his aim and footwork on the shingle. Ja, sicher versuche ich's nochmal. Das ist so kacke. Best time to pick a new spot was when swapping magazines. Na, das mach ich nicht mit. Zurück zu Bastian, Spiel fortsetzen, zurück zum Hauptmenü. Oh, ich wollte ja nur neu starten. Ja, vielleicht können wir das ja nochmal rausholen. Komm, viel schneller. Komm schon! Kid, warum tust du das? Warum tust du uns das an? Ich bin nicht verzweifelt. Nein. Das kriegen wir alles noch hin. Na egal. Jetzt gehen wir erstmal da hoch und machen die nächste Mission. Das bist du. Langston-Fluss. Kerngeortet. Er wurde zuletzt auf den halber Uferhöhe im Schatten der Prospektor-Klippe gesehen. Prospektor. Ich mach neue Wörter hinein. Yay. The Langston River flowed free and wild till the Calamity drank it all up. Oh, ein Vogel. Scheint neuer Gegnertyp, oder? Maybe all that water just grew wings and flew off. Okay. Alles unternehmen. Alles gibt Punkte. Oh, der Fisch muss geht auch ziemlich gut. Riverbank swarming with windbags. They're so bent on finding the core, they hardly notice the kid. Lucky for him, a certain famous ferry barge is still afloat. Ey, du Scheiß. Ja gut, ist ein Gas, ne? Weeping Nelly. She sends some squirts crying home as she leaves port. Maybe Nelly knows the way to the core. Maybe she can slip right past all the clamor on the coast. Or maybe not. It's a
security skiff pulls up portside. Nelly's just another windbag to those guns. Get back. Just then, the windbags notice who she's sailing with. They're pretty steamed about what happened at Cinderbrick. Geht alle weg, ich will mit euch nicht reden. They try to cut her off. Geht alle weg. They try to slow her down. They try to knock her out. Geh weg. Well, weeping Nelly tries harder. Try as she might, though, she hits a snag. Okay. Kids gotta help her get untangled. Favors for favors. Oh, nur das mit. Kann ja nie schaden. Weg. Nur auch mit. At least she picked a good spot for a break. Cause the core is right there. Waffenlager. Oh, okay. Geh weg, du Turm. Komm auf Turm. Da haben wir unseren Kern. Then the kid hears an unusual sound, like 100 flapping wings. Hackers. Hackers? Also meine, die Hacker, die ich... Ja, ich kenne ja keine Hacker, aber trotzdem. Die sehen anders aus. They've been watching his every move. Ouch. They had their own eyes on the core. But why? Well, kid ain't got time to think it over just yet. He finds a weeping Nelly raring to go. Ach komm schon, der Busch hat mich runtergedrückt. Ist ja nicht meine Schuld. Turns out she's got a special surprise for when the waters get rough. Yep, fahren wir los. Die Türme werden mir jetzt. She's gonna need a little help with all them peckers. Crafty things think they're king of the roost now. The rest of us only wish we could fly in times like these. Wo kommen die Typen eigentlich mal her? Ich komme von oben. Alle weg. Wie viele auch davon in jede Ecke kommen. Security skiffs keep on coming, starboard side. Don't seem to care what they shoot, long as they hit something. Fake. Windbags get an even better idea. They aim to smash Weeping Nelly to splinters. Kid boards one of them skiffs like some kind of Ceylonian privateer. Well, it all proves too much for poor Nelly. Damn walks up. Eddie walks up. Oops. She's just gotta make one last stop. Uh-oh. With her last breath, Nelly gets the kid to solid ground. Solid ground in Pecker country. They want that core real bad. Might be they want it just as bad as a kid. Geh weg! Wie viel Schaden machst du denn bitte? Kid shoes him off, knowing they'll be back. Know how many times Kid nearly fell off the barge back there? About 6 times.
Aber gucken, ob hier nichts ist. Ja, bitte. Kommt da noch was? Ich schaue alles einzukommt und dann können wir da reingehen. Listen close. You should remember this next part. Also die nächste Sache sollen wir uns erinnern. Why go to Prosper Bluff? Used to take an enterprising man or a plain old fool to venture out that far. Weg. Das ist ein freundlicher. Oh, ich bin's nicht gewohnt, dass da irgendwas zu mir freundlich ist in dem Spiel. The city was the most beautiful place in the world. We all knew that. But on the other hand, some folks just yearn to see the things they're told they can. And that's why you go to Prosper Bluff, ain't it? There, the kid hears something he ain't heard in a long while. How's it going again? Ja, ist gut. Ich hoffe, um runterzufallen hier. The one. Oh, man kommt mit diesen Luftbrücken einfach mal wieder zurück. Ich war gerade like, what the fuck? Oh, die Musik ist so schön in den Spuken. Komm schon, so wie ich jetzt hier runterfalle, ist doch schon. Weil ich mal rolle. Ich glaube, es wird langsam Zeit für eine Aufnahmepause. Wenn wir wieder in die Stadt kommen, ist auf jeden Fall Aufnahmepause. Sowieso, aber ich meine allgemein. Gehen wir erstmal wieder hier zurück, weil ich habe trotzdem keinen Bock auf mich. Danke, ich brauche eine Brücke, da komme ich nicht hin. Hier, weil die Musik ist schön im Hintergrund. Nur für diesen einen Trank, na toll. Wey. Oh, oh, das Lied ist echt schön im Hintergrund. Jetzt bin ich ein bisschen ruhiger, damit man das hört. Well, no point explaining what happens next, right? Suffice it to say, kid ain't coming home empty-handed. And besides, it's like the song goes. Someday those tears of
Der Regen würde They'll be here sein. Before too long. We darn near celebrated when the kid got back, didn't we? Zolf never thought he'd see a fellow Ura again. We become fast friends. Calamity has that effect on people. But there was more to be done. There was one last core to find. Oh, es fehlt nur noch ein Kern. Naja, das klingt jetzt aber nicht schön. Ja, aber bevor wir da irgendwas machen, sage ich erstmal tschüss und bis zum nächsten Mal, denn ich mache jetzt eine Aufnahmepause, sonst drehe ich hier gleich noch am Rad. Euer Wolf. Tschüss.